Das Weserbergland, eine reizvolle, liebliche Landschaft beiderseits des Stromes zwischen Hannover-Schmünden und Hameln, ist ein wahres Paradies für Wassersportler und Radwanderer. Die Stille und Besinnlichkeit lädt auch den Wanderer und Naturfreund ein, hier Erholung zu suchen. Eine Fahrt mit der Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaft ist wohl die entspannendste Art, diese Gegend kennenzulernen. Hannover-Schmünden ist ein architektonisches Schmuckkästchen. Eine mittelalterlich anmutende Fachwerkstadt, die bereits Alexander von Humboldt zu den 7 am schönsten gelegenen Städten der Welt zählte. Wunderschön ist die Nordfront des Rathauses mit dem dekorativen Portal, den ionischen Doppelsäulen und Aufsätzen sowie dem mit Obelisken und Figuren verzierten Giebel. Die Bauten sind meist in Traufenstellung zur Straße, jedoch mit Zwerchhäusern versehen, sodass der Giebel vorherrscht. Das Schloss gehört zu den bemerkenswerten Bauten der Weserrenaissance. Vielleicht haben Sie Glück, das Glockenspiel zu betrachten, wie sich auch ein sonntäglicher Besuch der Dr. Eisenbart-Festspiele vor dem Rathaus lohnt. Wie mir dein Auge entdeckt, liegt hintergründig in dir viel versteckt. Maul auf, als wollte saufen, so weiter. Die Bosheit muss doch Ursache haben. Maul auf. Na also, hast du einen ganz schwarzen Zahn? Bitte, Herr, mein Pistol. Wart ihm auf zur Seite. Spreiz die Hand, lass der Kugel auf, den faulen Zahn aber, den Fang auf. Was zitterst, Kerl? Warum? Drei Schritte. Eins, zwei, drei. Leg an. Hinsehen, brauche ich nicht. Es war kein Zahn. Hab's aber zerrieben. Sein Geruch ist mir an den Fingern haften geblieben. Schon 1329 wurde die Werra-Brücke urkundlich erwähnt. Hannover-Schmünden ist die Stadt der drei Flüsse. Werra und Fulda vereinen sich hier zur Weser, dokumentiert durch den Weserstein, der am Zusammenfluss unter einer stattlichen alten Kastanie steht. Er ist das Ziel vieler Besucher. Von hier beginnen wir unsere Reise Weser abwärts. Sie können aber auch eine Wanderung durch den Reinhardswald mit seinen alten Buchenhainen und Eichenwäldern starten. Am Fuße des Dornröschenschlosses Saberburg ist heute ein 70 Hektar großes Naturschutzgebiet mit altem Baumbestand und einem weitläufig angelegten Tierpark mit vielen Hirschen, Uhren, Wildpferden und Wisenten. Wir nähern uns Borsfelde. Das ehemalige Benediktinerkloster zählt zu den Kleinoden der deutschen Romanik. Die dreischiffige Klosterkirche mit den zwei Türmen stammt aus dem 12. Jahrhundert.
Zu dieser Zeit entstand auch der heutige Westbau. Eine Basilika mit Stützenwechsel, ein Pfeiler und zwei Säulen. Diese Säulen haben Würfelkapitelle und profilierte Basen mit Ecksporen. Die reichhaltigen Wandmalereien stammen aus dem späten Mittelalter. Vorzüglich erhalten ist die an die spätmittelalterliche Miniaturmalerei erinnernde Geißelungsszene an der Stützmauer des südlichen Seitenschiffes. Der Ostteil, der Chor, ist dreiteilig und langgestreckt. Die Seitenschiffe sind vom Mittelschiff durch eine Säulenpfeilerarkatur getrennt. Sie können sich auch ein Kanu mieten und das Weserbergland vom Fluss aus erkunden. Denn Kanuwandern in zwei- oder mehrsitzigen Booten wird vom Busch Freizeitservice angeboten. Von fast jedem Ort bis zu jedem Zielort an der Weser und dies natürlich mit Bootrücktransport. Stimmungsvoll und lustig kann auch eine urige Floßfahrt sein mit Fassbier und Flößersteak oder deftigem Eintopf. Die Klosterkirche Lippoldsberg gehört zu dem ehemaligen Benediktinerinnenkloster aus dem 12. Jahrhundert. Der Chor ist dreischiffig und mit drei parallelen Apsiden versehen. Der sehr verwitterte spätromanische Taufstein von ca. 1220 sollte ihre besondere Beachtung finden. Die Basilika ist in reinem Zustand erhalten geblieben und wird zu den besterhaltenen und bedeutendsten romanischen Bauten in Deutschland gezählt. Unser nächster Anlaufpunkt ist Bad Karlshafen, die Barockstadt im Grünen. Landgraf Karl von Hessen-Kassel hat diese Stadt an der Mündung der Diemel in die Weser für hugenottische Flüchtlinge gegründet. Die streng einheitliche Barockarchitektur gibt dieser in Quadratform gebauten Stadt ihr besonderes Gesicht. Das heutige Rathaus, früher ein Packhaus, und das Gasthaus zum Landgraf Karl, eines der ältesten Häuser der Stadt, 1699 erbaut, sind besonders sehenswert. Über der Stadt liegt der Hugenottenturm.
Eine Wanderung dort hinauf belohnt jeden mit einer prächtigen Aussicht über die gesamte Stadt und den Weserbogen. Bad Karlshafen hat ein Sohle-Freibad, moderne Kureinrichtungen und bietet seinen Gästen vielseitige Kur- und Therapiemöglichkeiten. Die Krukenburg im Tal der Diemel, von Erzbischof Engelbert 1220 errichtet, ragt über Helmarshausen. Im Innern der Burg kann man die Bedeutung dieser Anlage erkennen. Der Kern ist ein Rundbau mit einem Durchmesser von über 13 Metern. Die bedeutendste mittelalterliche Handschrift, das Evangeliar Heinrichs des Löwen, entstand in der Benediktinerabtei Helmarshausen. In der Kirche kann man ein Faksimile dieser Handschrift bewundern. Von den alten Klostergebäuden sind noch Teile erhalten. Auch Beverungen, eine ruhige kleine Weserstadt mit wunderschönen alten Fachwerkhäusern, ist einem Besuch wert. Hier lebt und arbeitet die junge Bildhauerin Elisabeth Brügger. Sie erhielt kürzlich den Kulturpreis der Stadt Höxter. Lebendiges Brauchtum wird noch im alten Korbmacherdorf Dahlhausen gepflegt. Faszinierend ist es, den geschickten, flinken Händen der Korbmacher zuzuschauen und zu beobachten, wie aus schlanken Weidenruten Körbe, Truhen und moderne Möbel entstehen. Wir nähern uns nun Höxter, der nordrhein-westfälischen Stadt an der Weser. Die zweitürmige Kilianikirche liegt gleich neben dem alten Rathaus. Das Rathaus mit einem achteckigen Fachwerktreppenturm wurde um 1610 errichtet und zählt zu den bedeutendsten Bauten der Weserrenaissance. Unter den vielen alten Bürger- und Adelshäusern ist besonders die Dechanei am Markt zu erwähnen. Es sind zwei zusammenhängende Häuser mit Fachwerkturm und Utlucht, die von Christoph von Amelungsen zwischen 1561 und 1570 errichtet wurden. Zwei Kilometer weiter in östlicher Richtung liegt Corvey mit einem eigenen Anleger der Weser Dampfschifffahrt. Diese ehemalige Reichsabtei
822 auf Veranlassung des Karolinger Kaiser Ludwigs des Frommen gegründet, ist das älteste Baudenkmal dieser Region. Man ahnt noch die Blütezeit dieser Abtei und die weit nach Norden reichende Missionstätigkeit. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wurde der Konventstrakt mit dem beeindruckenden Kreuzgang, der Äbtegalerie und dem Kaisersaal neu gebaut. Die Säkularisation führte zur Auflösung des Klosters. Der Besitz fiel an den preußischen Staat. 1820 ging es auf dem Tauschweg an den Landgrafen von Hessen-Rotenburg und in Erbfolge an den Herzog von Ratibor und Fürst zu Corvey über. Es ist noch heute im Besitz dieser Familie. Die Schlossbibliothek umfasst 70.000 alte Bücher. Von 1860 bis 1874 war Hoffmann von Fallersleben, bekannt durch das Deutschlandlied, hier Bibliothekar. Er ist auf dem Klosterfriedhof beigesetzt. Auch die Abteikirche entstand nach 1667 neu, wenn man von Teilen des Westwerkes absieht. Eine weiträumige Halle mit einem gotisierenden Kreuzgewölbe. Die reichhaltige, farbenfrohe Ausstattung in reinen Barockformen ist gut erhalten. Es erfordert Muße und Zeit, um im Kirchenschiff die Altäre, das Chorgestühl und die vielen Einzelheiten der Innenausstattung auf sich wirken zu lassen. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, den Klängen der Sprengladenorgel des Meister Schneider aus dem Jahr 1681 zu lauschen. Etwas abseits der Weser finden Sie Schloss Bevern. Der Vierflügelbau ist mit Schmuckgiebeln verschönt. An der Nord- und Südecke des fast quadratischen Hofes befinden sich Treppentürme. Die Steinmetzarbeiten über den Fenstern und Portalen lassen deutlich den Hamelner Einfluss erkennen. Holzminden an der Weser wird von der im 13. Jahrhundert erbauten und im 16. Jahrhundert umgewandelten Lutherkirche überragt. Der Marktplatz, von Bäumen überschattet, ist neben einigen alten Fachwerkhäusern besonders betrachtenswert. Die Burgruine von Polle, einst ein mächtiges Bollwerk des Grafengeschlechtes derer von Everstein, wurde bereits im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Hier befindet sich eine der vielen Weserfähren. Diese Gierseilfähre hängt an einem Seil und nutzt die Flussströmung aus, um in Verbindung mit dem Anstellwinkel das Fährboot ohne Motorkraft an das Gegenufer zu bringen. Polle ist Ausgangspunkt vieler Wanderungen.
Ausflügler können sich auf der Weserterrasse geräucherten Weseraal munden lassen. Auch Campingfreunde finden hier einen gepflegten Platz. Im Sommer finden auf der Burg Freilichtspiele statt. Es wird die Geschichte der Burg dargestellt. Diese Festung hier einem wirklichen Angriff standhalten kann. Haha, Angriff? Ja, der Angriff kommt schon, doch diesmal von befreundeter Seite. Alles will den neuen Bau besichtigen. Die Vettern kennt ihr ja, Frau Mutter. Und hier bringe ich euch Stuttgart von Schlagen und ihren Vater den Herrn zu Schlagen. Das Fräulein möchte zur kurzen Rast auf dem Weg ins Münsterland hier verweilen. Seid ihr gegrüßt, mein Fräulein. Und auch ihr, meine Herren Ritter und Neffen. Doch müsst ihr schon mit dem Vorlieb nehmen, wie ihr es hier vorfindet. Weser abwärts führt eine wunderschöne Serpentinenstraße zur Ottensteiner Hochebene. Dieser Abstecher bietet bei jeder Kehre neue Ausblicke ins Wesertal. Im Burgrestaurant wird ein Rittermahl zelebriert, bei dem Spaß, Gemütlichkeit und Gaumenfreude garantiert sind. Unser Weserdampfer erreicht nun die 700 Jahre alte Stadt Bodenwerder, bekannt als Münchhausenstadt. Erholsam ist auch ein Spaziergang an der Weserpromenade. Der Weg führt durch die Straßen mit den alten Fachwerkhäusern. Vielleicht haben Sie Interesse, die Münchhausen-Gedächtnisstube zu besuchen, die in seinem Geburtshaus, dem heutigen Rathaus, untergebracht ist. Vor dem Rathaus finden im Sommer an Sonntagen Münchhausen-Spiele statt, die bei Alt und Jung beliebt sind. Spielgruppe heute bei diesem herrlichen Wetter auf das Herzlichste willkommen und ich freue mich,
dass wir uns heute einmal persönlich kennenlernen. Ich reiste zu Pferde im Winter nach Russland bei Eis und bei Schnee. Erschöpft fand ich es meinen Splinter, schlief ein und erwachte im Klee. Hoch über mir hörte ich im Sturme ein klägliches Pferdegeschrei. Mein Gaul hing am dortigen Turme, ein Schuss und er war wieder frei. Ja, das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Ja, das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Der heilige Born genoss schon bei unseren Vorfahren Verehrung und Glaube an die Wunderheilkraft. Dies ist wohl auch der Grund, warum Bad Pyrmont zum Weltbad wurde. Neben Kureinrichtungen, Kurhotels und mondänen Einkaufsstraßen empfiehlt sich ein Spaziergang durch die weiten Anlagen des Kurparkes. Das Prunkstück der Weserrenaissance ist die Hämelschen Burg mit ihren reizvollen Fassadendetails und den reich verzierten Utluchten. Der krönende Abschluss unserer Reise ist Hameln. Nehmen Sie sich die Zeit zu einer Stadtführung, denn Hameln ist ein Kleinod der Weserrenaissance. Die Giebel- und Erkerpracht dieses Baustiles geht auf holländische und welsche Einflüsse zurück. Dieser Baustil entwickelte sich aber zu einem regionalen Stil eigener Prägung. An jedem Sommersonntag um 11 Uhr wird vor vielen Gästen aus nah und fern der Rattenfänger von Hameln aufgeführt. Oh!
Eine urwüchsige Naturlandschaft mit einer Vielfalt von Kulturstätten versprechen dem Besucher des bezaubernden Weserberglandes Erholung und abwechslungsreiche Tage.